Hallo und herzlich willkommen, liebe Jungfrauen. Ich hoffe, es geht dir gut. Wir schauen heute wieder rein in die Energien für die Jungfrau-Sternzeichen-Aszendenten. Oder auch, wenn du deinen Mond im Zeichen Jungfrau stehen hast, kannst du hier vielleicht in Resonanz gehen und eine Botschaft für dich mitnehmen. Und zwar schauen wir uns heute die Herbsttag- und Nachtgleiche an, die am 22. September stattfindet. Und wie sich hier die Energien verändern, was darfst du jetzt loslassen, worauf darfst du dich jetzt stärker fokussieren. Herbsttag und Nachtgleiche für die Jungfrauen. Was dürfen wir jetzt hier abschließen und ruhen lassen und worauf darfst du dich stärker konzentrieren und ausrichten? Was zeigt sich hier aktuell bei den Jungfrauen? So, da kommt der Stern, die Acht der Schwerter. Und die zwei der Schwerter. Okay. Also hier sehen wir erstmal, dass es aktuell eine Situation gibt, wo du ein wenig am Zweifeln bist, wo du hin und her überlegst und irgendwie dir viele Gedanken machst um eine Sache, wo du nicht so richtig klar siehst. Zum einen sehe ich, dass du hier Hoffnung hast und Vertrauen und dass du auf dem richtigen Weg bist und geführt wirst. Das ist eine Schutzkarte, der Stern, der immer zeigt, dass du auf einem Weg bist, der erfolgversprechend ist, der weitreichend zum Erfolg führt und der richtige Weg hier auf jeden Fall für dich ist. Aber wir sehen auch, dass du dich irgendwie gehemmt fühlst, dass dich hier irgendetwas noch einschränkt oder blockiert oder dass du dich irgendwo gefangen fühlst in irgendeinem Umstand. Das können als eigene Gedanken sein, Hemmungen, die dich hier blockieren oder einschränken. Das kann eine Situation im Außen sein, wo du dich unfrei fühlst, wo du vielleicht das Gefühl hast, nicht ganz du selbst zu sein oder nicht ganz authentisch sein zu können oder ja, irgendwie dieses Gefühl von unfrei, eingeengt, eingesperrt, also Gefängnis, ist eigentlich die Gefängniskarte. Ja, aber kein Gefängnis im Sinne von das echte Gefängnis, sondern eins, was selbst geschaffen ist, aufgrund von negativen Gedanken, Hemmungen. Ja, oder eben in diesem Fall hier eben auch Zweifel. Wir sehen hier Zweifel und beide, wenn wir uns mal beide Karten anschauen, das sind hier jeweils die Raben, die haben beide eine Augenbinde auf. Also bei den zwei der Schwertern und bei den acht der Schwertern haben die beide eine Augenbinde auf. Das heißt, die sehen nicht. Die können nicht klar sehen. Die haben den Blick irgendwie versperrt. Ja, und hier noch mit dem Mond. Also es geht ja schon darum, dass die Intuition hier fehlt. Diese intuitive Kraft, die dir hier eigentlich den Weg weisen würde. Ja, manchmal eben, also Schwerter sind ja Gedanken und Gedanken sind eben nicht, also Verstandesüberlegungen überhaupt als solche sind eben nicht immer gute Ratgeber, sagt man ja auch. Der Verstand ist nicht immer der beste Ratgeber. Es geht in erster Linie darum, auf deine Intuition, auf dein Herz zu hören und dich davon führen zu lassen. Ja, weil Gedanken und der Verstand sind ein Werkzeug. Ja, das ist ein ausführendes Organ und der sollte nicht die Hauptinstanz unserer Entscheidungen sein. Wir schauen mal weiter. Was darfst du denn hier loslassen? Die Königin der Münzen und die vier der Stäbe und der Magier. So, ein bisschen höher, dass das hier reinpasst ins Bild. Ja, jetzt passt das. Ja, also die vier der Stäbe, das ist ja so dieses sichere Gehege, das sichere Zuhause hier, auch die Königin der Münzen. Da habe ich jetzt so ein bisschen, bekomme ich hier so diese Energie von raus aus der Komfortzone. Ja, dass es hier vielleicht so ein bisschen darum geht, dann irgendwie an eine Sicherheit loszulassen. Oder mutig zu sein und sich hier aus dem sicheren Gehege, dem gewohnten, der Komfortzone ein wenig herauszubewegen, sich zu öffnen für neue Möglichkeiten, neue Erfahrungen. Ja, hier sehen wir einfach auch die Harmonie zu Hause, die Feste, Feierlichkeiten zu Hause auch. Wir sehen hier diese Sicherheit, dieses Gemütliche, Beständige, das Gewohnte. Wo man eben auch sehr überlegt vorgeht, sehr bedacht, vielleicht auch gerne einfach alles unter Kontrolle hat. Vielleicht auch einfach sehr organisiert ist, ja, sehr geplant und überlegt. Vielleicht haben wir mit der Königin der Münzen ja auch einen Menschen, ein Gegenüber. Eine Person, die sehr erdbezogen, sehr erdbetont ist, könnte also eine Person sein, die so eine starke Stier-, Jungfrau- oder Steinbock-Qualität hat. Muss kein Sternzeichen sein, die einfach sehr verlässlich, sehr beständig ist. Dann ginge es darum, in dem Fall
nicht auf diese Person zu hören oder sich nicht an dieser Person auszurichten in der aktuellen Situation. Ja, der Magier. Der Magier ist ja eigentlich eine Energie, die davon spricht, dass du in deine Schöpfermacht kommen darfst. Ja, die spricht ja immer von Initiative. Da geht es darum, deine Möglichkeiten, deine Talente hier wirklich zu nutzen, zu entfalten und deine Vision zu manifestieren. So. Jetzt haben wir dich hier aber in der Loslasslinie. Vielleicht geht es darum, wir schauen erstmal, was du tun sollst. Vielleicht wird das hier auch deutlicher im Kontrast, was du hier tatsächlich jetzt tun darfst. Der Eremit, ja, es geht hier stärker als um Rückzug. Es geht jetzt hier stärker um Rückzug. Es geht auch darum, dass du hier für dich einstehst, dass du dich behauptest, dass du dich schützt, aber vielleicht auch hier entschlossen etwas durchziehst, für dich kämpfst, ja, oder irgendetwas, was du hier erreicht hast oder was du hier gesichert hast, dass du das ausbaust oder auf jeden Fall hier etwas durchziehst, dich schützt, für dich kämpfst. Ja, ganz entschlossen. Es geht hier um Entschlossenheit. Die Neun der Stäbe ist ja auch so eine Energie, wo wir uns bedroht fühlen manchmal. Ja, es könnte sein, dass du dich hier bedroht fühlst von irgendetwas oder auch mit Bedrohungen rechnen darfst. Es ist ja auch der verwundete Krieger hier und deswegen ist man hier umso entschlossener, sich hier nicht nochmal irgendwie verletzen zu lassen. Fünf der Münzen haben wir hier auch einen Mangel. Es könnte sein, dass es darum geht, dass du dich hier auch auf einen Engpass einstellst oder auch mit vorübergehenden Einschränkungen. Krise, Mangel, ja, fünf der Münzen. Dass man sich damit auseinandersetzt. Eremit ist auf jeden Fall hier die Karte, die mit der Energie nach innen geht. Ja, wo du hier eher jetzt in dich gehen darfst und reflektieren darfst, was du möchtest, was du brauchst, was deine Prioritäten sind. Ja, und dann geht es eben nicht jetzt aktuell darum, hier jetzt irgendetwas Neues zu erschaffen, zu manifestieren oder hier irgendwo deine Macht zu demonstrieren. Darum geht es eben nicht, sondern es geht jetzt eher darum, dass du hier besonnen bist, aber sehr entschieden und entschlossen das Erreichte oder das, was du hier schon erschaffen hast, jetzt ja auch verteidigst. Dass du darauf aufbaust, was du hier schon erreicht hast. Ja, wir schauen mal weiter. Was kommt denn auf dich zu? Da kommt da mal so ein bisschen Unruhe, auf jeden Fall Ungeduld. Hier sehen wir auch, dass du jetzt wirklich erkennen wirst, was du schon erreicht hast. Das ist hier, das kommt ganz stark durch. Also dieses sich bewusst machen, was du schon geschaffen hast, was du jetzt für gute Perspektiven hast, welche guten Aussichten du jetzt hast, dass du jetzt wirklich anfängst, langfristig zu planen. Das ist jetzt wichtig, langfristige Planungen anzustellen, in die Zukunft zu schauen, was möchtest du wirklich, was möchtest du umsetzen, was möchtest du erreichen. Und dass du dich auf ein Ziel oder langfristige Pläne hier fokussierst und anfängst, hier umzusetzen. Ja, du wirst ja auch sehr mutig sein. Wir haben jetzt viel Feuerenergie auch, sehr leidenschaftlich, sehr risikobereit. Ja, vielleicht geht dir auch irgendetwas nicht schnell genug. Also man möchte hier, denke ich, auch unbedingt etwas umsetzen, etwas erreichen. Aber aktuell fühlst du dich hier eingeschränkt. Aktuell bist du blockiert und irgendwelche Zweifel kommen hier auf. Deswegen ist es vielleicht auch umso wichtiger, dass du hier erstmal nochmal in dich gehst, um in dir hier wirklich Klarheit zu finden, bevor du hier anfängst, direkt irgendetwas wild umzusetzen oder zu erschaffen. Dass du hier wirklich erstmal in dir genau klar wirst, was du wirklich möchtest. Dass du dich vielleicht auch aus einer Situation zurückziehst. Ja, und definitiv geht es hier um das für dich kämpfen, dich verteidigen. Das, was du dir schon erkämpft hast, erreicht hast, abzusichern. Ja, und wie gesagt, vielleicht mit einem Verzicht oder einem Mangel vorübergehend hier zu rechnen. Vielleicht in Bezug auch auf diese Person, falls das hier ein Gegenüber ist. Ich meine, es kann sein mit dem König der Münzen, dass wir hier ein Gegenüber haben, einen Menschen, der hier sehr bodenständig, sehr realistisch ist, dass es vielleicht da vorübergehend hier auch zu Herausforderungen kommen könnte. Womit du rechnen darfst.
Ja, und da kommt der Neuanfang. Okay, also wir sehen, dass du hier neu anfängst, dass du dich jetzt hier auf diesen Neuanfang fokussieren darfst, dass du hier irgendwo komplett neu anfängst. Vielleicht lernst du etwas Neues, vielleicht geht es darum, sich hier Wissen anzueignen für eine neue Tätigkeit oder ein neues Projekt, irgendwas, was du hier neu starten willst, wo du dir etwas Neues aufbaust. Ja, das ist eben wichtig jetzt, dich darauf zu fokussieren, wo möchtest du jetzt neu anfangen, was hast du hier für Aussichten, für Perspektiven, die ja sehr gut sind. Ja, du sollst eben auf das aufbauen, was du schon erreicht hast. Das ist hier das Entscheidende. Und dann hier irgendwo komplett neu anfangen. Und hier auch mit viel Fleiß und Ehrgeiz und Einsatz und viel Disziplin hier an diesem Neuanfang arbeiten, an dem, was du dir hier Neues aufbauen willst. Ja, du bekommst hier auf jeden Fall eine Menge Elan und Willenskraft und Leidenschaft dafür und auch die entsprechende oder notwendige Disziplin hier und die Entschlossenheit, um hier etwas durchzuziehen und diesen neuen Weg zu gehen. Auch wenn der hier vielleicht vorübergehend ein wenig steinig sein könnte, weil wir haben hier die 5 der Münzen, das ist so diese Mangelkarte, diese Armutskarte, was jetzt nicht heißt, dass du jetzt hier in der Armut bist. Gar keinen Fall. Es das heißt nur, dass hier, ja, es auch Herausforderungen geben könnte. Ja, oder eben auch mal eine vorübergehende, schwierigere Phase. Oder irgendein Mangel. Es kann auch um ein Mangeldenken gehen. Bei den 5 der Münzen haben wir häufig diese Mangelgedanken. Ja, dieses Gefühl von Hilflosigkeit oder ich schaffe das nicht, ich kann das nicht, ich brauche das und das. Also das ist eben hier auch diese Energie, die sich hier zeigt. Ja, deswegen ist es hier eben wichtig auch, dass du hier immer wieder auch auf Distanz gehst, dich auf dich selbst besinnst und schaust, was brauchst du, was sind deine Prioritäten, was ist jetzt wirklich wichtig für dich. Ja, aber es geht trotzdem hier um Entschlossenheit, Entschiedenheit, dass du hier dich behauptest und demonstrativ auch deine Stärke zeigst. Ja. Schau mal, was drunter liegt. 5 der Stäbe. Ja, eine Herausforderung. Wir sehen eine Herausforderung, dass es aktuell hier irgendwie eine herausfordernde Zeit für dich ist oder dass du dich gerade neuen Herausforderungen stellst oder dass du hier Herausforderungen, Rangeleien, vielleicht so eine Art Wettbewerb, Wettkämpfe, Machtkämpfe, all das kann das hier sein. Könnte beruflich sein, dass man sich hier neuen Herausforderungen stellt oder zwischenmenschlich, dass es hier einiges an Rangeleien gibt und Machtkämpfen. Das ist etwas Spielerisches, Kämpferisches. Es ist nicht so bitter ernst, sondern eher so wirklich Herausforderungen im Sinne von einem gesunden Kräftemessen, sich gesunden Anforderungen stellen. Und wenn wir uns das jetzt mal hier anschauen, zusammen mit den 4 der Stäben, 5 der Stäbe, die gehören ja auch zusammen, die folgen ja aufeinander, dann geht es darum, hier schon sich diesen Herausforderungen zu stellen. Ja, und auf diese häusliche Harmonie und den sicheren Schutz, den man hier vielleicht sonst gewohnt ist, ja, das jetzt vielleicht mal ein bisschen, ja, sich da rauszuwagen, ja, dass man jetzt hier wirklich sich einer Herausforderung stellt. Was haben wir hier noch darunter? Königin der Stäbe und die 3 der Münzen. Ja, die 3 der Münzen zeigt hier eben einfach auch wirklich einen Aufstieg. Ja, dass hier eine Phase abgeschlossen wird bei dir oder dass es darum geht, sich Herausforderungen, neuen Herausforderungen zu stellen und damit eine alte Phase abzuschließen und aufzusteigen, dich auf eine neue Ebene zu erheben. Das könnte jetzt beruflich sein, dass man befördert wird oder sich selbstständig macht oder irgendeine neue Tätigkeit aufnimmt, die dich auf eine neue Ebene bringt, ja, wodurch du automatisch aufsteigst, einfach ein neues Level betrittst und eine alte Phase damit eben auch abschließt, ja, weil du hier einfach irgendwo zum Meister geworden bist oder etwas gelernt hast oder gewisse Prüfungen hier auch bestanden hast. Das ist einfach die Prüfungskarte, die dann zum Aufstieg führt. Ja, vielleicht stellst du dich gerade einer Prüfung. Mit diesen neuen Herausforderungen muss nicht immer eine reale Prüfung sein, kann aber auch einfach diese Lebensprüfung, die geistige Prüfung sein. Ja, einfach, dass du dich dieser Herausforderung stellst, das alleine ist ja schon eine Prüfung, weil du dich eben einfach aus deiner Komfortzone heraus bewegst, ne, was wir hier sehen. Ja, es geht nicht darum, hier sofort alles perfekt zu meistern
und sofort vielleicht ja auch das perfekte Ergebnis zu manifestieren. Ich denke, es geht darum, erstmal hier neu anzufangen. Und deine Aussichten dir erstmal bewusst zu machen. Ja, und auch hier mutig und kämpferisch aufzutreten. Entschieden, entschlossen. Die demonstrative Macht haben wir hier ja auch mit dem Magier. Hier haben wir die demonstrative Stärke und hier ist die demonstrative Macht. Ja, es geht nicht darum, deine Macht zu zeigen, sondern deine Stärke. Okay, es ist manchmal nicht so einfach, so diese Unterschiede hier herauszufiltern, ja. Königin der Stäbe ist auch einfach diese Kraft, ja, dein Selbstbewusstsein, dass du hier für dich einstehst, dass du dich entfaltest, dass du ja positiv, optimistisch, zuversichtlich hier deinen Willen zum Ausdruck bringst, selbstbewusst für dich einstehst und für dich ja auftrittst und für dich einstehst, ja, und dich behauptest. Kann ich gar nicht anders sagen. Die Königin der Stäbe ist sehr leidenschaftlich, sehr entschieden auch und sehr willensstark. Und damit kommst du jetzt hier auf eine neue Ebene, machst einen großen Sprung nach vorne, könnte man auch sagen. Ja, du machst hier einfach eine Art Bewusstseinssprung oder einen Sprung in deiner Entwicklung oder vielleicht auch auf der materiellen Ebene einen Sprung. Also es ist auf jeden Fall eine Erhebung hier auf ein neues Niveau, einfach weil du dich hier diesen neuen Herausforderungen stellst. Okay. Dann wollen wir jetzt mal mit den Orakelkarten weiterschauen. Was ist jetzt wichtig für die Jungfrauen? Die Königin der Münzen ist ja auch so eine Energie. Also wie gesagt, es könnte ein Gegenüber sein, es kann aber auch deine Energie sein. Ja, und wenn das deine Energie ist, dann habe ich ja schon einiges erwähnt, ja, dass so diese Sicherheit, das Gewohnte, dass man hier alles bewahren und genau analysieren und einschätzen will. Manchmal steht aber auch der Schatten der Königin der Münzen ein bisschen liegt ja auch ein bisschen in Starrsinn oder Sturheit. Ja, dass man vielleicht auch zu sehr an gewissen Werten oder Vorstellungen festhält. Auch das kann hier ein Thema sein. Wovon man vielleicht auch loslassen darf. Ja, ich habe auf jeden Fall das Gefühl, es hat was mit dem Gewohnten zu tun, mit der Sicherheit zu Hause. Ja. Was ist jetzt wichtig für die Jungfrauen? Eine Energie für die Jungfrauen hätte ich bitte gerne. Die hat jetzt lange auf sich warten lassen. Der Mond. Der Mond, ja, der bringt immer ein wenig Ängste, Unsicherheiten, tiefe Gefühle. Da geht es um emotionale Bedürfnisse. Und hier geht es vor allem darum, dass du deine Bedürfnisse dir selbst näherst. Dass du dich selbst um deine emotionalen Bedürfnisse kümmerst, um dein inneres Kind, um dein Wohlbefinden, die Geborgenheit in dir selbst findest. Da geht es auch darum, sich seinen dunkelsten Gefühlen und Ängsten zu stellen. Ja, das ist auch diese mütterliche Energie. Was haben wir noch? Was ist denn noch wichtig? So, jetzt haben sich hier. Also die sind zuerst geflogen. Ich nehme jetzt mal die einfach. Haus 11 und die kardinalen Zeichen. Ja, es geht hier schon auch um Mut, ja, dass du hier wirklich mutig deinen Weg gehst, dass du hier Neues erschaffst, ja, diesen Neuanfang, den Pioniergeist hier irgendwie zum Ausdruck bringst. Ganz klar geht es hier darum, einen mutigen Schritt nach vorn zu gehen, sich vorwärts zu bewegen und auch vielleicht ungewohnte Wege zu wählen. Wir haben ja auch das Haus 11, das ist das Haus der Freundschaften, Haus vom Wassermann. Da geht es aber auch um Gleichgesinnte. Vielleicht geht es darum, ja auch irgendwie in deinem Neustart, vielleicht hat das was mit Freundschaften zu tun oder mit Gruppierungen oder wo es darum geht, mit Gleichgesinnten zusammenzukommen oder eine Gruppe zu finden, die die gleichen ja, Glaubens, ja, Vorstellungen oder Ideen teilen oder ähnliche Gedanken oder Einstellungen. Wie sagt man denn? Mir fehlt gerade so das Wort für. Ja, für diese
gleichgesinnten Gruppen einfach, Gruppierungen. Vielleicht hast du aber auch vor, etwas zu tun, was irgendeinem guten Zweck dient oder wo man irgendetwas tut, was von Nutzen für andere ist oder für die Gesellschaft im weitesten Sinne in irgendeiner Art und Weise. Vielleicht willst du irgendetwas tun für die Gemeinschaft, ja. Und da geht es darum, mutig hier nach vorne zu gehen, erste Schritte zu unternehmen oder dein Pioniergeist hier einfach jetzt zu entwickeln. Ja, und auch Widrigkeiten, die sich auch hier auf dem Weg dir zeigen, trotzdem diesen zu trotzen. Das ist eigentlich das hier, ne? Diesen Widrigkeiten zu trotzen, ja, und trotzdem deinen Weg hier zu gehen. So entschieden und entschlossen zu sein, dass dich hier nichts auffällt. Ja, wirklich etwas durchziehen. Aber auch Rückzug. Rückzug könnte auch der, ja, Rückzug vom Magier sein. Der Magier kann ja manchmal auch, das sind ja manchmal so auch Einflüsse, könnten manchmal auch Manipulationen sein. Oder das ist auch, könnten auch manchmal, also für mich ist der Magier eigentlich immer der Fragende selbst. Also ich sehe darin nicht eine externe Person. Manche sehen das so. Ja, so Einflüsse, die so ein bisschen manipulierend oder so mehr Schein als Sein sind. Aber ich denke, es geht darum, dass es eben etwas ist, was du jetzt hier eben nicht verfolgen solltest. Also, dass man hier nicht etwas erscheint. Ja, oder dass man hier nicht versucht, irgendetwas zu erschaffen, was nicht wirklich da ist, sondern dass man oder etwas vorgibt, zu sein oder zu tun, was vielleicht gar nicht so richtig der Realität entspricht. Ja, es geht hier darum, wirklich deiner Vision zu folgen und auch wirklich immer wieder hier auch Rückschau zu halten und zu reflektieren, was ist es genau, was du möchtest, was ist deine Vision. Und es geht hier um Disziplin, der Weg, dein Weg führt hier wirklich über Disziplin, Ausdauer und Beharrlichkeit. Das ist, was ich hier sehe. Ja, wir schauen mal weiter. Eine Energie aus der Akasha-Chronik hätte ich gerne. Was lag noch mal hier drunter? Ja, richtig, drei der Münzen. Da ist man wirklich zum Meister geworden. Ja, das ist hier nicht irgendwie etwas, was man so mal irgendeine Idee, die man mal schnell hier irgendwie umsetzt, sondern es geht darum, dass hier wirklich auch harte Arbeit und wirklich auch lange Erfahrung oder einfach viel Einsatz hier wirklich zum Ziel führen. Disziplin, Ausdauer und Fachkenntnisse. Für die Jungfrauen hätte ich gerne eine Beziehungen. Deine Beziehungen zu anderen spiegeln deine Beziehung zu dir selbst. Okay, also wir haben ja auch ein Beziehungsthema. Okay, hier wird dir vielleicht irgendetwas gespiegelt von irgendjemandem. Ja, bei einigen könnte das hier vielleicht wirklich dann auch so sein, dass die Königin der Münzen hier ein Gegenüber ist, ein Mensch, der hier, wie gesagt, sehr, sehr bodenständig ist. Obwohl, wie gesagt, die Königin der Münzen ist ja eine typische Jungfrau-Energie. Wir sind ja hier bei den Jungfrauen. Also das könnte schon, ich denke schon, dass das hier deine Energie ist. Ja. Und dass es dann eben jetzt darum geht, nicht so überanalytisch und überkritisch zu sein oder ja, zu sehr alles hier im Griff haben zu wollen, sondern dass man hier wirklich jetzt eben auch mal damit rechnet, dass es eben hier auch unvorhergesehene Krisen oder Problemchen geben kann. Ja, und dass man sich den trotzdem stellt und diesen trotzt. Aber es kann auch ein Gegenüber sein, ein Mensch, der hier auch sehr erdbetont ist wie du, auch sehr realistisch ist und der dir hier irgendwas spiegelt. Und vielleicht könnte das auch in dieser Verbindung hier Krisen, ja, oder Herausforderungen geben. Sagen wir es mal so, Herausforderungen, weil wir haben ja auch hier Herausforderungen. Also da spiegelt dir jemand etwas. So, für die Jungfrauen. Dankbarkeit. Sei dankbar und wertschätze alles, was du hast und was du bekommst. Und achte auf deine weiblichen Kräfte und Bedürfnisse. Ja, da haben wir jetzt wieder den Mond, die Mondenergie. Na, was sind deine emotionalen Bedürfnisse? Wie kannst du dich selbst nähren? Wie kannst du in dir selbst Geborgenheit finden? Da wird dir was gespiegelt. Im Außen. Habe ich das Gefühl, gerade in dieser Thematik. Schauen wir mal weiter. Was sagen die Engel für die Jungfrauen? Wie ist deine Beziehung zu dir selbst?
Wie viel Mitgefühl und Verständnis hast du für dich? Wie viel Geborgenheit, Selbstliebe, Selbstannahme hast du in dir? Das ist hier etwas, was mir jetzt hier gerade sehr stark durchkommt. Wie viel brauchst du im Außen? Einen Engel für die Jungfrauen. Trennung. Da kommt die Trennung. Ja, das ist die. Lasse los, was nicht mehr stimmig ist, kommt hier. Okay, da schaue ich mal rein. Was sollst du denn hier loslassen? Das ist das Schwert von Erzengel Michael. Er steht dir zur Verfügung, denn du darfst und sollst dich von allem trennen, was nicht mehr stimmig ist, sei es in dir oder im Außen. Du brauchst deshalb nicht gleich eine Freundschaft oder eine Beziehung zu beenden oder den Job zu kündigen. Doch wenn du diese Karte ziehst, verhältst du dich möglicherweise unklar, verbiegst dich, sagst nicht das, was du willst oder was du fühlst. So wird es Zeit, dich sichtbar zu positionieren, damit du dich auf Erden eindeutig und einzigartig verwirklichen kannst. Der zweite Aspekt dieser Karte ist ein energetischer. Wenn du es nicht für möglich hältst, in wirklich jedem Lebensbereich gleichermaßen erfüllt zu sein, dann erschaffst du selbst Trennung. Ja, da haben wir dieses Mangelbewusstsein hier wieder, Mangeldenken. Ja, vielleicht hast du das Gefühl, dass du hier, vielleicht gibt es irgendwelche unbewussten Glaubenssätze, die denken, du hast, dass du nicht in jedem Lebensbereich wirklich erfüllt sein darfst oder kannst. Und dadurch vielleicht selbst auch Trennung erzeugst. Das auch, für einige kann das auch möglich sein. Dann bitte Erzengel Michael, mit seinem Schwert bei dir zu sein und dich von der Idee der Trennung zu befreien. Bisher war sie vielleicht stimmig, doch jetzt ist sie es nicht mehr. Auch du darfst die alte Denkweise, das Entweder-Oder, hinter dir lassen und in der neuen Zeit sowohl als auch ankommen. Okay. Für die Jungfrauen. Ja, wo verbiegst du dich? Bist nicht du selbst. Harmonie. Ja, die Harmonie ist das, was wir hier. Okay, da kommt mir jetzt dann noch was anderes durch. Ja, die vier der Stäbe steht ja für diese Harmonie zu Hause. Vielleicht geht es jetzt eben darum, auch dieses Harmoniebedürfnis loszulassen und stattdessen hier wirklich für dich und deine Wahrheit, dein Recht hier zu kämpfen, ja, etwas durchzuziehen, für dich einzustehen. Weil hier sehen wir ja so ein starkes Harmoniebedürfnis natürlich auch. Ja, und das könnte das sein, was hier kam mit dieser Trennung, dass man sich hier zu sehr verbiegt und zu wenig hier für sich selbst einsteht. Jetzt kommt die Harmonie. Mal sehen, was wir hier noch bekommen. Ja, nimm die Schönheit um dich herum mit all deinen Sinnen wahr. Da haben wir auch wieder so diese Energie der Dankbarkeit und auch sich auf das Positive fokussieren. Ja, achte auf die Schönheit, die dich umgibt, die Blumen, das Schöne, was du in deinem Zuhause hast, Klänge, Musik, die du liebst. Der Alltag ist oft hart. Manchmal vergessen wir, wie großartig es ist, zärtlich und sanftmütig zu sein. So wie man mit einem Baby umgeht. Die Schönheit des Lebens erinnert dich an diese Empfindungen und bringt dir Freude und Frieden. Zusammen mit einer natürlichen Offenheit, Neugierde und Verspieltheit. Ja, also erschaffe selbst diese Harmonie. Achte mehr auf das Schöne, fokussiere dich auf das Schöne, komm in diese Schwingung hier auch von Dankbarkeit. Okay, dann hätte ich jetzt gerne hier noch eine wichtige Energie für die Jungfrauen. Eine Energie bitte für die Jungfrauen zur Herbsttag und Nacht gleich. Erstrahlen. Du darfst erstrahlen. Okay. Muss ich noch mal reinschauen. Was darf denn hier erstrahlen? So. Selbstausdruck ohne Schleier und Masken. Ja, da kommt mir jetzt dieser Magier hier wieder in den Sinn, der sich ja gerne auch mal verschleiert.
Ja, es geht darum, dass du dich selbst zum Ausdruck bringst, deine Wahrheit. Ganz natürlich und authentisch. Ganz authentisch und ehrlich kommunizierst und stolz darauf bist, wer du bist. Dich stolz zeigst und präsentierst. Ja, auch die Königin der Stäbe ist eine Person, die sehr stolz ist, sehr selbstbewusst. Lass dein Licht in der Welt leuchten. Lass dich nicht klein machen, nur um irgendwo dazuzugehören. Also auch wieder dieses Verbiegen, ne? Wo du nicht ganz du selbst bist. Du bist jetzt aufgerufen, in deine wahre Kraft und Essenz einzutreten. Das ist eine jener Zeiten, in denen du alles einbringen sollst, was dich ausmacht. All das, was du gelernt, erfahren und verinnerlicht hast, um es in den Dienst der Welt zu stellen. Wenn du die Bühne betrittst, wirst du Beachtung finden. Und je heller du leuchtest, desto mehr wirst du dich auf natürliche Weise von anderen abheben. Diese Vorstellung kann aufregend sein, dich mit Stolz erfüllen oder auch Unbehagen in dir auslösen. Aber es ist jetzt nicht die Zeit, dich klein zu machen, um dem Rampenlicht zu entgehen und oder damit andere nicht über dich richten. Dazu gehört Mut. Aber wisse, dass es heute für dich das Richtige ist. Ja, also du darfst jetzt mutig, wie der Löwe, ja, das ist so eine Löwenenergie eigentlich auch, strahlen, selbstbewusst auftreten, authentisch du selbst sein. Ja. Abschließend hätte ich jetzt gerne noch ein Krafttier hier. Mutig dich den Herausforderungen stellen. Ein Krafttier für die Jungfrauen. Die Schlange und der Wolf. So, die Schlange bringt dir weibliche Lebensenergie, Entwicklung, Entfaltung und Heilung und Lenkung der Energie stehen an. Du erfährst eine neue Kraft, eine neue Stufe der Kraft in dir. Ja, auch hier haben wir wieder diesen Aufstieg, dieses Erheben auf eine neue Ebene, jetzt hier energetisch. Eine neue Kraft entfaltet sich. Und der Wolf sagt: Folge dem Ruf deiner Seele. Nimm dein geistiges Erbe an. Es ist Zeit, die Führung in deinem Leben zu übernehmen. Ja, jetzt zu führen. Ja, das ist auch ähnlich hier wie das Strahlen. Also, dass du jetzt wirklich dein geistiges Erbe, den Ruf deiner Seele vernimmst, deine Wahrheit lebst. Ja, liebe Jungfrauen, das ist es, was wir jetzt hier sehen, aktuell. Ich hoffe, du konntest hier etwas für dich mitnehmen. Wenn ja, würde ich mich natürlich sehr freuen über einen Daumen nach oben, einen Kommentar oder gerne auch ein Abo. Und dann bedanke ich mich fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.